Hallo meine Lieben und willkommen zu dieser etwas anderen Buchvorstellung von mir bzw. Rezension, weil zu dem Zeitpunkt, da ich das hier jetzt aufnehme, habe ich tatsächlich noch nichts aus diesem Buch gelesen. Ich fühle mich aber zu ihm hingezogen. Ich werde euch gleich erzählen, worum es geht und warum ich dieses Buch lesen möchte. Dann könnt ihr vielleicht auch besser einschätzen, wer ich bin, der euch dann am Schluss erzählt, wie ich das Buch gefunden habe. Ja, es geht aber bevor überhaupt, es ist eine Dauerwerbesendung, weil ich euch jetzt hier über dieses Buch erzähle und es könnte eure Kaufentscheidung beeinflussen. Ich habe das Buch aus der Bücherei, also nichts vom Verlag gesponsert oder irgendwas, aber alle Infos findet ihr halt unten in der Infobox. Okay, genauso wie einen Link zu unserem Erstkanal, wo wir ja auch regelmäßig über Bücher reden, überhaupt reden und mal Bücher vorstellen und so weiter und so fort. Okay, also ich habe dieses Buch gesehen, dass es in der Bücherei reingekommen ist und ich weiß noch nicht einmal wirklich warum. Manchmal rufen Bücher nach euch und ich hatte jetzt in letzter Zeit so ein bisschen das Gefühl, dass ich vielleicht auch unfair den Büchern gegenüber bin, weil ich, weil mich nichts wirklich packen konnte und ich wollte jetzt wieder darauf warten, dass so ein Buch immer sagt, ruft, so lies mich und obwohl es ja eigentlich nicht unbedingt in meinen Genrebereich fällt. Ich lese gern historisch, ich lese gerne Liebesromane. Ja, hat dieses Buch gesagt, lies mich. Ich weiß nicht wieso. Ich bin nicht die Mathematikerin. Ich habe von Alina Bronski noch nichts gelesen. Eine Freundin von mir damals fand sie ganz toll, war total begeistert. Aber das ist schon ein Jahrzehnt her, wenn ich mich richtig erinnere. Und die Bücher, die sie bisher geschrieben hat, was denn hinten drin steht, Scherbenpark oder Der Zopf meiner Großmutter oder Barbara stirbt nicht, hört sich nicht unbedingt danach an, als wenn, oder Deutscher Buchpreis, habe ich da Deutscher Buchpreis gehört, ja, wurde für den Deutschen Buchpreis nominiert. Das sind ja alles nicht unbedingt so Sachen, bei denen ich persönlich jetzt sage, das klingt so als wie die Sparte, die ich gerne lese. Deswegen hat es mich sehr gewundert, dass dieses Buch halt von mir gelesen werden will. Es geht um Moni. Moni hat drei Enkel wohl. Sie hat, was steht hinten drauf? Ich kenne es noch nicht. Ich muss hier ein bisschen hinten mal drauf linsen. Sie hat mehrere Nebenjobs, liebt laut Klappentext knalligen Lippenstift und hohe Absätze. Und sie ist, ja, wie ihr euch denken könnt, bei drei Enkeln schon ein bisschen älter. Und wenn ich das richtig verstehe, möchte sie jetzt sich ihren Traum erfüllen und Mathematik studieren. Ich hatte zwei Freundschaften in meinem Leben mit Frauen, die mit 50 gesagt haben, ich studiere. Sie haben es beide nicht zum Ende durchgezogen, aber beide haben gesagt, okay, eigentlich studieren mit 50 oder ab 50, man sollte es eigentlich machen und haben dann halt auch angefangen. Ja, hier geht es halt nicht nur um Moni, die mit 50 jetzt Mathe studieren will, sondern es geht auch noch um Oskar. Und Oskar ist laut Klappentext 16 Jahre alt, hat einen Adelstitel und ist noch nie mit der U-Bahn gefahren. Und ja, auch er studiert, denke ich, Mathe. Sie lernen sich wahrscheinlich da kennen und ich finde diese, es hört sich so ein bisschen an wie eine generationsübergreifende Freundschaft. Wie ich euch gesagt habe, Freunde von mir über 50, die angefangen haben zu studieren, da war ich in den 20ern. Ich finde Freundschaften fernab vom Alter oder halt auch politischer Richtung und Hobbys und so weiter, wenn man halt ein bisschen mal in eine andere Blase auch schlüpfen kann, halte ich das für mehr als gesund. Viele meiner Freundinnen sind älter gewesen, immer. Ich war ja auch immer so das Kind, das besser mit älteren Leuten klargekommen ist als mit Gleichaltrigen. Und ja, ich weiß es nicht, was es ist. Ich weiß nur, dass es mich total anspricht. Und wenn man es vorne aufschlägt, ist hier vorne Monis Stammbaum drin. Keine Ahnung, inwieweit das noch für mich relevant und interessant wird, hier immer mal wieder hinzublättern. Aber ja, es ist recht groß geschrieben. Es sind nur 260 Seiten oder so.
Ja, 270. 270 ist die letzte beschriftete Seite, also mit Seitenzahl beschriftete Seite. Und ich denke, dass man es nicht so in einem Rutsch durchlesen kann. Vielleicht schon. Wir werden es sehen. Weil ich befürchte, hoffe, glaube, dass es etwas ist, worüber man sich vielleicht auch noch den einen oder anderen Gedanken mehr macht. Ich bin jetzt gespannt. Ich lasse mich jetzt mal darauf ein. Ich lese immer ganz gerne die ersten 50 Seiten ungefähr in einem Rutsch, damit ich erstmal in der Geschichte drin bin. Habe ich diese ersten 50 Seiten gelesen, werde ich mich zurückmelden und werde euch sagen, wie es mir gefallen hat bis dahin und was ich über das Buch denke, ob ich mit dem Schreibstil klarkomme, ob meine ersten Erwartungen sich eigentlich erfüllt haben. Hatte ich euch eigentlich gesagt, was ich erwarte? Ja, ich erwarte eigentlich eine Geschichte über eine Freundschaft und dass man auch jenseits der eigenen Blase Freundschaften schließen kann und dass die sehr wertvoll sind und das Leben sehr viel, vielleicht sogar noch mehr bereichern können als Freunde, die einem sehr ähnlich sind. Und ich hoffe, dass hier drin so eine Freundschaft steckt. Ich hoffe, dass beide voneinander sehr viel lernen können. Ich hoffe auf einen guten Schreibstil. Ich hoffe auf den ein oder anderen Gedanken, über den ich länger nachdenken will und kann. Und ich hoffe einfach, ja, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen hohe Erwartung, aber ich, so wie es sich anhört und so weiter, glaube ich, dass dieses Buch das Potenzial haben könnte, einem auch einfach über Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte im Kopf zu bleiben. Ich bin sehr gespannt, ob es diesen sehr hohen Erwartungen entsprechen kann. Und ja, ich melde mich das nächste Mal zurück. Ich werde mich jetzt hinsetzen. Ich habe mir schon meinen Kaffee gemacht und werde die ersten 50 Seiten lesen und werde dann euch sagen, was mein erster Eindruck von dem Buch ist. Und dann habe ich eigentlich nur noch vor, mich zum Ende hinzumelden und zu sagen, wie es mir dann letztendlich gefallen hat. Okay, dann bis gleich. So, es ist immer noch derselbe Tag, aber nicht mehr dieselbe Zeit. Ich bin von Kaffee zu Cola gewechselt mittlerweile. Ich habe es nicht in einem Rutsch gelesen mit kleineren Unterbrechungen drin, aber wie gesagt, es ist immer noch derselbe Tag. Ich bin gut in das Buch reingekommen. Also sind wir ganz ehrlich, ich war bei Seite 10 schon ziemlich gut drin. Ich bin begeistert bis jetzt. Das kann ich euch gleich sagen. Es gefällt mir so gut. Es ist genau das, was ich gebraucht habe und ich hoffe, es bleibt dabei. Also, okay, jetzt habe ich natürlich ein bisschen besseres Verständnis von dem gesamten Buch. Oscar ist ein bisschen, ja, autistisch vielleicht. Er hat es nicht so mit menschlichen Konventionen. Es hat lange auch bei ihm gedauert, dass er begriffen hat, dass die Menschen nicht immer nur für ihn leben und sich danach halt abschalten, wenn sie nicht mehr gebraucht werden. Bitte, wisst ihr, seine Welt ist die Bühne und wenn sie halt von der Bühne runtergehen, dann haben sie halt nichts zu tun, dann schalten sie sich aus. Er ist aber sehr gut erzogen. Er kommt halt aus einer reichen Familie. Seine Eltern haben ihm beigebracht, wie man mit Menschen halt umgeht und er hält sich an seinen höflichen Konventionen einigermaßen fest. Nichtsdestotrotz ist er nicht unbedingt derjenige, der gut mit Menschen klarkommt, wie ihr euch denken könnt. Und dass er jetzt 16 ist und im Studium der Mathematik anfängt, ja, ne, so, und er ist so, ja, überheblich, er guckt sich um, er weiß schon, dass ziemlich viele es nicht packen werden. Es ist kein Numerus Clausus da, jetzt können erstmal alle da sitzen, aber mit der Zeit werden die Reihen sich lichten beim Mathe-Studium und ja, neben ihm taucht dann halt Moni auf, die so komplett anders ist als er und sie. Ja, ist auch ziemlich eingespannt in ihrem Leben, in ihrer Familie. Sie hat immer irgendwas zu tun. Sie ist irgendwie, ja, zwischen Tür und Angel sozusagen. Aber was sie ist bereit, ihren Traum oder für ihren Traum jetzt halt noch eine zusätzliche Belastung auf sich zu nehmen. Also höchsten Respekt vor Moni, dass sie jetzt sagt so, okay, ich gehe jetzt noch so diese Extrameile, erfülle mir meinen Traum von einem Mathestudium. Und sie beißt sich durch, sie kämpft sich durch. Ich frage mich, wie sie das macht. Ich glaube, er fragt sich auch. Eben gab es so eine schöne Szene, dass sie ihn gefragt hat, ob er sie für dumm hält. Und er sagt nicht besonders dumm, aber ineffizient. Und er kam dann auch so mit dem Vorschlag an, sie könnte ja ihre Familie verlassen.
da seht ihr, dass er nicht unbedingt so die größte emotionale Intelligenz hat. Aber es ist einfach, ich finde, es ist goldig geschrieben. Also goldig nach meinen Maßstäben. Es ist vielleicht ein bisschen so Sheldon Cooper in nett und wohlerzogen. Er kann nicht ganz so aus seiner Haut. Er ist auch sehr ehrlich. Und ich selber finde mich in beiden Charakteren wieder, sowohl in Moni als auch in Oscar. Ich kann ihn sehr gut verstehen in vielerlei Hinsicht, weil er mir nicht sehr fern ist. Und ich kann sie sehr gut verstehen, weil auch sie mir nicht wirklich fern ist. Und das sind nicht unbedingt die positiven Seiten an beiden, die einem immer so nahe kommen, zumindest mir nicht. Aber ich verstehe sie. Und sie sind so also es wird nur aus Oscars Sichtweise bis jetzt zumindest beschrieben. Seine Ehrlichkeit ist einfach sehr erfrischend. Also ich mag das. Er ist halt auch sich selber gegenüber sehr ehrlich. Er begreift es halt nicht unbedingt immer, was so zwischenmenschlich abläuft. Ich glaube auch, dass ich jetzt so diesen Stammbaum ein bisschen besser verstehe. So kreisen hier zwei Leute um die gute Moni, nämlich Daniel Johansen. Oh, ich will mal Daniel sagen, und Professor Herbst. Und dieser Daniel ist halt der große Held von dem guten, wie heißt er jetzt nochmal, Oscar. Und deswegen wollte er auch genau an die Uni, weil er wusste, dass der dort ist. Und ja, irgendwie zwischen Moni und Daniel, irgendwas ist da. Ich weiß es selber noch nicht. Ich bin ja erst auf Seite 56, also kann ich euch auch noch nicht richtig spoilern. Und der Professor Herbst hat halt tatsächlich schon so ein bisschen mein Herz erobert. Er ist ein ganz toller Mann. Bis jetzt in diesem Buch. Ich weiß es noch nicht, wohin das Ganze führt. Ich weiß nur, dass ich die beiden Charaktere super gerne mag. Die beiden Hauptcharaktere, um die sich, ne, hier hinten ja auch alles rankt, Moni und Oscar. Und ich hoffe sehr, dass es nicht eine völlig dramatische, deprimierende Wendung irgendwann nimmt. Ich bin da ja immer vorsichtig. Wenn Leute so mit Buchpreis und so weiter, denke ich immer, okay, da wird wahrscheinlich ordentlich viel Drama drin sein. Bis jetzt gefällt es mir jedenfalls richtig gut. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und ja, würdet ihr mich jetzt fragen, lesen oder nicht lesen, würde ich sagen, auf jeden Fall lesen. Für mich ist dieses Buch gerade ein absoluter Gewinn. Bleibt es so, wäre es ein 5-Sterne-Buch mit Auszeichnung. Ja, aber es sind ja noch 200 noch was Seiten to go. Und da kann natürlich noch vieles passieren, was mir nicht so gut gefällt. Ihr werdet es ja gleich wissen, weil das nächste Mal werde ich mich ja wahrscheinlich melden. Entweder, wenn ich es abgebrochen habe, was ich nicht hoffe. Ich hoffe, das wird hier jetzt gerade mein Jahreshighlight. Und ansonsten melde ich mich das nächste Mal bei euch, wenn ich es durchgelesen habe. Ich wünsche mir selber jetzt sehr schöne Lesestunden. Bis bald. Ja, und hier bin ich jetzt. Ich habe das Buch gestern durchgelesen. Ich habe dafür, glaube ich, 1,5 Tage gebraucht. Es ist ja auch nicht so super dick, aber ist es ein Highlight geworden? Ja, es ist ein absolutes Highlight für mich geworden. Ich hatte riesig meine Freude an diesem Buch. Es war lustig, es war aber auch schön. Ich habe mich in diesem Buch sehr, sehr wohl gefühlt. Also es hat alles erfüllt, ja, was ich mir erhofft habe. Es war genau das richtige Buch für mich. Es hat auch ein bisschen Gedankenstoff mitgegeben. Hier, ich verstehe jetzt auch den Plan genau, der hier vorne drin ist. Okay, 1, 2, 3 Dinge gefielen mir vielleicht nicht ganz so am Buch, aber es ist ja auch nicht nur für mich geschrieben worden. Also trotzdem, absolut 5 Sterne. Ich finde, es ist einfach eine sehr, sehr schöne Geschichte. Und wie gesagt, ich hatte meine Freude daran. Ich habe gerne gesehen, wie die beiden miteinander klarkommen, wie noch andere Faktoren in das Leben reinkommen, wie sehr, ja, es geht auch so ein bisschen darum, dass man für zu dumm gehalten wird
oder dass Leute sich nicht zutrauen und was Mathematik für einen bedeuten kann. Nicht für mich, definitiv nicht für mich. Ich habe mit Mathematik nichts am Hut, aber ich habe dafür andere Dinge, bei denen ich sehr gut verstehe, dass es heißt, er sagt irgendwann, Mathe hält einem nicht am Leben, sondern im Leben. Und das habe ich ein bisschen reflektiert und ich habe auch so ein bisschen was, weil wisst ihr, wenn man mir sagt, eingesperrt ins Zimmer und ich habe endlich mal Zeit, genau das zu machen, was ich will. Ich kann mich unheimlich gut alleine beschäftigen. Ich habe auch gerne meinen Kopf voll. Ich habe auch gerne Aufgaben für mich, vor mir, die ich dann voller Freude und Spaß lösen kann. Und deswegen, ich verstehe es absolut. Und ja, es war ein richtig schönes Buch und ich kann es euch empfehlen. Also wenn es euch anspricht, guckt mal rein. Jedenfalls, oder für mich war es absolut ein Highlight und ich, ein Fünf-Sterne-Buch, was soll ich sonst noch sagen? Es war genau das, was ich mir erhofft habe und endlich mal eine Buchversprechung, die eingehalten wurde. Nicht, dass man es mir gemacht hätte, aber ich habe gedacht, du wirst 5 Sterne und es stimmte. Also von mir eine Empfehlung für Pi mal Daumen. Solltet ihr jetzt auf der Suche sein nach noch mehr Lesestoff, habt ihr die Möglichkeit natürlich unseren Kanal hier zu durchforsten. Wir haben hier viele Bücher vorgestellt und wir haben noch einen Erstkanal, einen Hauptkanal und genau dort findet ihr sowas wie Büchertalks und Leseupdates und wir malen auch gerne aus, also auch Malbücher für Erwachsene oder Puzzle, findet ihr alles dann noch auf unserem Hauptkanal. Also, dann wünsche ich euch eine richtig schöne Lesezeit.